Moin, liebe Krimi-Freundinnen und liebe Krimi-Freunde, mein Name ist Peter Gerdes und ich möchte euch heute meinen neuen Kriminalroman vorstellen. Hetzwerk, ein Ostfriesland-Krimi, erschienen im Gemeiner Verlag. Es geht darum um den Mord an einem Lokalpolitiker oder Regionalpolitiker. Ein Typ, der online gegen alles und jeden gehetzt hat, der oder die ihm bei seiner Karriere im Weg hätten stehen können, und das ist aufgeflogen und jetzt gibt es sehr viele Leute, die einen Grund haben könnten, ihn umzubringen. Hauptkommissar Starnke ermittelt und je näher er der Wahrheit kommt, desto brisanter wird die Lage, denn die Situation scheint sich ganz anders darzustellen und ein ganzes Netzwerk scheint hinter dieser Tat, aber auch hinter anderen Taten zu stehen. Die Lage wird wirklich immer brisanter und letztlich auch für Starnke selbst. Kapitel 8. Déjà-vu, dachte Starnke, als er vor dem Gewerkschaftsbüro in der Leraner Jahnstraße stand. Absperrung, zweierlei Uniformen, Gaffergrüppchen, eine zersplitterte Scheibe im Erdgeschoss, ein angekohlter Fensterrahmen, die Hauswand verrußt. Andere Stadt, andere Art Haus, trotzdem ähnliches Bild. Brandstiftung, fragte er, sobald er Nidal Ekinci erblickte. Der junge Oberkommissar nickte. Eindeutig, Scheibe eingeschmissen, Molly reingeworfen, abgehauen. Am helllichten Tag, Tatzeugen, Fehlanzeige. Die Gewerkschafter waren alle ausgeflogen gewesen zur Maikundgebung in Emden. Einige von ihnen waren inzwischen zurück, darunter der Vorsitzende, kurz vor Starnke am Tatort eingetroffen. Er korrigierte den Hauptkommissar gleich bei der Anrede. Erster Bevollmächtigter bitte, Vorsitzenden haben wir hier keinen. Starnke ließ sich nicht irritieren. Haben Sie einen Verdacht, irgendeine Tätervermutung, fragte er. Gab es Ärger mit jemandem? Hat sich jemand beschwert oder Ihnen gar gedroht? Wann beschwert sich mal keiner über uns? Und wann wird nicht gedroht? Der Bevollmächtigte war ein kleiner, dünner Mann mit einem Gesicht voller Falten und einer riesigen Brille. Auf dem Namensschild, das an seiner schmalen Brust kaum Platz fand, stand sein Name, Paul Hinderks. Schwer vorstellbar, dass dieses Männchen früher einmal als Schweißer auf einer Werft gearbeitet haben soll, dachte Starnke. Der Mann schien zwischen Aktendeckeln zur Welt gekommen zu sein, gezeugt von Stempel und Stempelkissen. Er tigerte in den Büroräumen seiner Gewerkschaft herum, soweit die Spurensicherer das zuließen, und versuchte sich ein Bild des angerichteten Schadens zu machen. Was das wieder kostet! Allein die Entrauchung, dazu die Fensterscheibe und neu streichen. Mann, Mann, Mann! Sind Sie nicht versichert? Fragte der Hauptkommissar. Hinderks lachte höhnisch. Haben Sie eine Ahnung von unserer Mitgliederentwicklung? Schlimmer als bei den Kirchen, kann ich Ihnen sagen. Die Einnahmen aus den Beiträgen reichen hinten und vorne nicht. Dabei sparen wir schon, wo wir können. Aber wenn neue Tarife verhandelt werden, dann kommen sie alle angedackelt und wollen, dass wir uns für sie reinknien. Unglaublich, die Zustände heutzutage. Keine Solidarität mehr. Nichts. Einer der Spurensicherer schaut in den Raum. Mit dem hinteren Büro sind wir auch durch. Da können Sie jetzt wieder rein, sagte er an Hinderks gewandt. Und zu Starnke: Über die Spurenlage können wir noch nicht viel sagen. Erst müssen wir die gesicherten Abdrücke von denen mit denen aller Leute, die hier arbeiten, abgleichen. Fußspuren, Fehlanzeige. Vielleicht war der Täter überhaupt nicht hier drin. Warum hätte der Täter hier auch eindringen sollen? Fragte Starnke überrascht. Ich dachte, es war ein reiner Brandanschlag von draußen. Scheibe eingeschlagen, Molotow-Cocktail, rein und weg. Weil die Haustür aufgehebelt war, erwiderte der Kollege im weißen Overall. Aber wie gesagt, bisher haben wir noch keine eindeutigen Spuren, dass jemand auch tatsächlich eingedrungen ist. Vielmehr, vielleicht gab es eine Planänderung. Statt das Feuer drinnen zu legen, hat der Täter sich umentschieden und den Brandsatz durchs Fenster geworfen. Da Starnke stumm blieb, zog sich der Kriminaltechniker zurück. Gleich hinter ihm verließ Paul Hinderks den Raum. Er steuerte direkt auf das eben freigegebene Büro zu. Umentschieden, überlegte Starnke. Die Haustür aufgehebelt und dann doch nicht hineingegangen? Stattdessen ein Fenster eingeschlagen, einen Molotow-Cocktail angezündet und durch das Loch in der Scheibe geworfen? Dabei war der Täter das Risiko eingegangen, doch noch beobachtet zu werden, ganz egal, wie unbelebt die Straße am Feiertag auch war. Warum
wenn er doch schon im Haus gewesen war. Er hörte Hindergs im Nebenraum rumoren, dann seine Stimme. »Was hat das denn hier zu suchen? Das gehört dir nicht hin!« Starnke rannte los, den Mund zum Rufen geöffnet, weit kam er nicht. Schon im Türrahmen traf ihn eine Riesenfaust, stoppte ihn und warf ihn zurück. Von links wölbte sich die Zimmerwand auf ihn zu, etwas sauste direkt vor seinem Gesicht vorbei, etwas Rundes, Faltiges, mit den Resten einer Brille daran. Zeitgleich ertönte ein Knall, der so gewaltig war, dass er alles um ihn herum auslöschte.